Hallo Messerbegeisterte, ich bin der Serge von Onlineshop www.jahr-messer.de. Heute ein Video, ein Infovideo über neue Ankömmlinge, wie versprochen. Als allererstes der Beaver von Rainer Rossmann, der Bushcraft Beaver ist wieder da, ist wieder online eingestellt. Unten stelle ich gleich einen Link dazu, jeder der Interesse daran hat, kann das sich anschauen bzw. Gleich bestellen. Beim Rainer wird, ich vermute auch noch diese Woche, wird auch seine Modelle vorhanden sein, also auch mal bei ihm reinschauen. Ja, das ist Nummer 1, also Bushcraft Beaver ist wieder vorhanden. Das, was ich euch eigentlich zeigen wollte, das sind, hatte ich schon mal gehabt, das sind diese zwei Modelle von Odin, das habe ich schon mal gehabt, wie gesagt, im Shop. Hier jetzt, das ist eine modernisierte Variante, also das habe ich schon gehabt, das war schon so, ist gleich geblieben, so die Kydex ist dieselbe geblieben, wie es schon mal davor war. Der Unterschied ist hier, also erstmal der Stahl, habe ich hier jetzt N690 und ich habe den Jimping hier weggemacht. Hier diese Fellschärfe habe ich weiter nach hinten, also vom Griff ausgehend, weiter nach hinten verlagert, also ganz minimal. Geometrie ist jetzt in dem Fall, kann man sagen, das ist ähnlich wie beim Irbis. Ja, das ist also ähnliche Dicke vom Griff, ähnliche Dicke hier von der Klinge. Und wir haben hier auch etwa, ja, etwa so knapp 1 cm, hier ein Flachschliff nach unten auf 0,4 mm. Hier die Phase ist runtergeschliffen, also die Geometrie, wie gesagt, das ist eine ähnliche Geometrie wie beim Irbis. Wobei wir hier eine Spitze haben, also eine spitzere Spitze wie von Irbis. Das ist, also dieser Odin-Messer ist aus meiner Sicht ein Jagdmesser, beziehungsweise ist als Jagd- oder Outdoor-Messer konzipiert. Bushcraften, ja, das, Bushcraften geht natürlich auch immer, das ist gar keine Frage. Jetzt nochmal zu den Griffen, also Griffe, wie man sehen kann, hier habe ich jetzt diese, also ich habe das jetzt so genannt, dass ich diese Retro-Farbe Griff, ja, das sieht auch mehr so, für mich sieht das so eher so Retro-mäßig aus und dann habe ich noch schwarze Liner. Hier noch zwischendrin eingebaut und ja, das sieht für mich, aus meiner Sicht, sieht das Ganze einfach schön, einfach geil aus. Genau. Ja gut, hier diese Teile wurden jetzt hier nochmal verbessert, ja hier. Und diese Ecken wurden etwas runder gemacht. Das ist, ja, das ist, man ist ganz wenig Unterschiede, die jetzt, also das Modell an sich vorzuweisen hat, aber die sind trotzdem da und das, ich freue mich einfach, das euch zu zeigen. Wie gesagt, also diese Odin, die einzelnen technischen Daten könnt ihr, wie gesagt, mache ich auch euch einen Link unten rein, in die Beschreibung könnt ihr in meinem Shop mit hochauflösenden Bildern nochmal ansehen. Es gibt insgesamt 4 Varianten. Also mit diesem Griff gibt es Stonewash und Brush, das ist jetzt in dem Fall Brush-Variante. Mit diesem Griff, wie gesagt, dieser Kydex mit Dangler-Adapter und diesem Gurtring ist dabei. T-Clock ist hier auch dabei. Ja, hier alles wunderbar, sitzt alles fest. Und dann ist diese Variante auch noch vorhanden. Ist ähnlich wie Beaver aufgebaut. Ich meine jetzt also das ist jetzt Micarta hier in dem Fall. Und das ist ähnlich aufgebaut. Und von dem gibt es auch zwei Varianten. Also mit diesem Griff, mit Micarta Griff, gibt es jetzt in dem Fall Stonewash. Und wie gesagt, diese Brush-Variante, das kann man sich dann im Shop auswählen. Genau. Also viel habe ich jetzt dazu auch nicht zu sagen. Wie gesagt, dieses Modell gab es schon bei mir. Also mir persönlich gefällt hier einfach der Griff. Also der Griff, das ist sowas von angenehm. Und ja, also diejenigen, die das schon haben, die wissen ganz genau, was ich hier meine.
Also Griff ist richtig, die sitzt richtig geil in der Hand und das so passt alles. So Leute, das war's auch schon. Also diese Informationen wollte ich gerade noch mal schnell loswerden, weil ich verspreche ja immer, also ich bekomme immer viele E-Mails, wann kommt das, wann kommt das andere oder wann kommt oder was auch immer. Ja, die Leute fragen und ich sage immer, abonniert meinen Kanal, dann verpassen sie auch nichts. Das ist für mich viel einfacher, mit euch so zu kommunizieren, dass wenn was Neues kommt, dass ich das einfach, dieses kurzes Video einfach mache und auf YouTube einstelle, dann ist schon alles getan. Ja, da muss man nicht unbedingt da tausende E-Mails beantworten. Und von daher ist es, glaube ich, für jede ganz gut. Also für mich und für die Kundschaft oder für einfach für Leute, die meine Arbeit beobachten. Wie gesagt, jetzt an dieser Stelle sage ich Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.